Hooray! Hallo Chat, was ist los? Das hat mich jetzt alles ein bisschen umgeboxt. Vielleicht ist ja auf dem Rechner hier rein zufällig was drauf. Komm, wir suchen hier auch nochmal. Ich will jetzt dieses Bild finden. Unboxen! Haus um für ein Pentium Baby! Kann eigentlich nicht, aber. Wer weiß das schon? Ich bin mittlerweile Profi. Söken. So, ich habe den Laptop geholt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, suchen wir hier auch noch mal. Suchen. Lokale Festplatten. Hier wird komplett weg, weißt du? Oh, es gibt schon mal Programmfiles von dem Tag. Aha, spannend. JPEG. Erweitert. Datum zwischen. Es sei denn, das Datum ist nicht definiert anhand von vom Aufnahmetag, sondern vom Kopiertag. Aber der muss ja dann danach sein. Vielleicht suchen wir so eingeschränkt nochmal. Von wegen mit einem Monat Versatz drin oder so. Aber dann kriegt die Bilder vom Monat, ey. Technik-Wendo, wie geht's dir? Ja, ganz okay. Mich hat jetzt ein böser Schnupfen. Ein blöder Schnupfen hat mich jetzt noch voll umgehauen Anfang der Woche. So von der Seite angeboxt. So ganz fies. Aber sonst habe ich doch gesagt. Ja, siehst du mal. Und hat er schon wieder nicht gelesen. Jetzt hat er hier OneDrive durchsucht. Okay. Auch spannend. Er hat wegen der Sicherheit mal OneDrive durchsucht. Aber ich glaube, er hat sich auch irgendwie auch nicht an die Datumsvorgabe gehalten. Wenn man da etwas löscht, ja, das ist toll, ne? Also durchsuchen wir hier nochmal wegen der Sicherheit. Es war auf jeden Fall XS, es war auf jeden Fall die XS10. Das kann gar nicht, kann gar keine andere gewesen sein. Und ordnermäßig passt das halt vorne und hinten nicht. So. XS-Sternchen.jpg. Mal einfach mal August bis September, so bis Mitte September. To drive. To drive to the right. Wie viele Bilder machst du in der Woche? Momentan gar nichts. Der doofe Schnupfen muss weg. Der zahlt keine Miete. Dein Hexenschuss ist auch weg. Weltklasse. Das ist sehr gut. Okay, hier durchsucht er noch am Laptop.
Hier findet er quasi nichts auf dem Rechner. Gut, das wundert mich nicht. Ohne Drive, ja. Aber wir können hinten an dem... an ihm da können wir nochmal suchen. Ja, da mal. Aber das können auch schon mal ein paar tausend sein, natürlich, ne? Das ist... So, da auch nochmal suchen. Kein NAS, auf dem du das alles sammelst? Ja, wenn ich Ordnung darauf hätte, dann hätte ich keine Sorgen. Aber ja, ich habe ein NAS. So, okay, da poltern jetzt auf jeden Fall Ergebnisse rein. Billy, was ist los? Dankeschön, frohe Weihnachten. Wupp, wupp. Thanks, mate. Immig? Immig auf Unraid? Nee. Danke dir, Billy. Holy guacamole. Dankeschön. Ich gerade rechtzeitig weggerannt. Thanks, mate. So, lass mal gucken, was wir hier so an Ordnernamen sehen. JPEG Klein. Betriebsausflug. Ja, Glückwunsch. Das waren ja nur tausende Bilder. RAW Betrieb entwickeln. Fußballspiel. Der Betriebsausflug. Spaziergang. Zoom-Linse. Ja, aber das wird wohl der ganze Spaziergang sein. Ich habe ja extra die Ordner auch nach den Datums dann gemacht. OMG, ey. 7500 Dateien gefunden. Yippie! Nee. Nee, nee. Nix. Trick 17, bei mir hat es geklappt, Card wieder ans NAS klemmen. Was rauscht da? Der Laptop. Der hängt am Netzteil, dann muss er ja durchpushen. Steht T in der Nähe. Es steht T in der Nähe. Keine Dateien gefunden. Okay. Vielleicht mal nach RAW-Dateien suchen. Also, das ist Käse, ey. Jetzt mal eine Frage zu Grakas. Wie groß ist der Unterschied zwischen der 570 und der 580? 10%, wenn es hochkommt.
Habe ich. Ich habe ein Review zur RX570 gemacht, zur Armor von MSI. Da habe ich die auch gegen die 580er und die 480er verglichen. Ein Upgrade lohnt in keinem Fall. Er hier hat auch nichts gefunden. Schwengeldengel. Bloß keine RAW-Dateien. Oh Mann, ey. Keine Ahnung. Katastrophe. Vielleicht auf einer externen USB-Platte, wobei das sehr, sehr unlikely ist. Aber das wäre jetzt noch so eine Idee. Wobei das nie Spaß gemacht hat, die darauf zu sichern, aber... Billy, danke für 27. Das war ja nicht nur der Hund, der da fotografiert wurde an dem Tag. Also... Aber ich habe die auch nie am großen Bildschirm gesehen. Bin ich mir so sicher, wie das Arm in der Kirche. Aber ich habe die Bilder noch nicht bei dir gelassen. Hätte die damals aufs Handy gebeamt? Ja, im schlimmsten Fall Karte formatiert und alles weg. Das ist über anderthalb Jahre her bald. So, gucken wir mal, was wir hier haben. In die Flasche geguckt. Aber es war schon 22, gell? Mir sogar angeschaut, ich habe nämlich noch einen Rechner stehen, läuft super mit der 1050 Ti. Jo, da habe ich auch die 1050 Ti dagegen verglichen, ja, ich erinnere mich. Irgendwelche ominösen Fotos aus meinem Zimmer. Oder im OneDrive. Ist aber sehr, sehr unlikely, dass ich das ins OneDrive gepackt habe. Oh, cool, ey. Zelda-Tasse. Das war noch die Kennenlernphase mit den ganzen Geräten hier. Ja, der Ostfriesland-Urlaub war davor. Der Geburtstag von meiner Kurzen. Nee, auch nicht. Random. Random Fotos sind die besten. Random Kaffeefilter. Leermach. Leermach sind die besten Ordner. So. Aber es war 2021. Und noch die JPEG-Datei nicht umbenannt. Nee. Oh mein Gott, ist das schon wieder Zeit. Zeit den Bach runtergeflossen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Leermach ist bester Ordnername. Wahrscheinlich wird es irgendwo in einem Leermach drin sein, aber Sperrmüll. Ah, aber das ist auch wieder kein XS10. Nee. Sort this, ja. Sort this, sort that. Kühe. Ich habe Kühe fotografiert. Kühe und Arbeitskollegin, ja. Da dachte ich morgens früh, boah, ey, die Lichtstimmung ist so gut. Und dann hast du die Fotos angeguckt, da ist so, meh. Sind aber auch nur so Mini-Ordner, nur so Mini-Würstchenkette.
Aber sonst ist hier auch nichts drauf, ne? Cracky Suchnacht, ja. Ja, ist schade. Ich weiß, es ist. Ich halte mich immer an kleinen Dingen auf, aber. So bin ich. XS. Sternchenpunkt. Wurmt halt, ne? Es wurmt einen übelst. Ja, ich habe jetzt gerade die eine externe Platte dran, aber... Was steht heute an? Ich wollte eigentlich ein schönes Bild einrahmen. Das können wir natürlich trotzdem noch machen. Widder halt, ja. Sagt man das Widder nach, ja? Dass die trockene Hände haben. Echt heute das ganze Fotogedöns mit Speicherkarte, Kamera ist ausgeschlossen. Das ist anderthalb Jahre her. Die sind alle schon längst durchrotiert, leer gemacht, neu bespielt, x-mal. Absolut ausgeschlossen. Was haben wir denn hier? Ja, den Geburtstag, na klar. Scrollen Sie mal. Stitch. Ja, super. Ein Pano-Stitch. Das gibt's doch gar nicht. I have to play Schwengeldengel. Schwengeldengel. Schuhe. Alles Juli. Da-da-da-da-da. C3, XA1, nope. Ein Video, toll. Oh, hier ist auch noch ganz viel. Hör doch auf.
Eigentlich ist diese Suche ja ziemlich zuverlässig. Von da an schwindet jede Zuversicht. Tja, was suchen wir denn? Den Fotonamen. Ja, aber so heißen die Dateien ja nicht. So heißen die Dateien ja nicht. Mal wieder anmelden, ey. 17 Mäuse hier. Sechster um 0 Uhr hast du Hunde und Katzen gezeigt. Aber es war nicht 19.06. 13.8. Ja, man könnte das Bild in der KI hochskalieren, aber das ist ja auch Käse. Du hörst doch nicht zu. Worum geht's eigentlich? Ja, woran hat hier liegen, dass du nicht zuhörst? Dass ich das in die Cloud geschoben habe? Löweschnitt. Nicht mit RAW-Daten, das ist alles sehr unwahrscheinlich. Ich meine, ich schaue mal hier durch, aber gezippt habe ich es auch auf keinen Fall. Wird das Bild durch KI sehr gut. Ist schon klar, ja. Kanisterköpfe hören nie zu, sie handeln. Richtig. Wir sind Macher. Wir sind Macher und finden nichts. Gibt's gar nicht, echt. Was gäbe es denn noch für Möglichkeiten? Es gäbe noch den einen Rechner, wo das Taichi drin steckt, der zwischendrin mal Haupt-PC war. Da waren auch Festplatten drin. Sind die da noch drin? Steckt da überhaupt noch eine CPU drin? Nee, Speicherkarte. Also so eine 256 GB Speicherkarte, wenn die nicht da ist, das ist schon kacke. Das fällt schon auf. Ich schaue nochmal manuell hier auf dem Laptop.
Das war 2021. Wo ist denn die Zeit geblieben? Hört doch auf, Leute. Ist doch nicht normal. Das war im Juni. Das passt auch nicht. Nee, da ist nichts. Cracky Jones. War das am 10.09.22 HDDs auseinandergenommen? Aha. Ich meine, wäre ja möglich, ne? Es wäre ja möglich, dass ich da Daten habe, die ich nicht dupliziert habe und die da jetzt halt sind und dann sind die da. Aber eigentlich sind die Platten nicht dann im Dingens gelandet? Mach schnell ein neues Foto, ja. Eben den Hund hierher kommen lassen. Danke, Kabelsalat, Team! Wupp, wupp! Das ist der liebe Beefy. Cracky Jones und das verlorene Bild. Die nächsten 100 Streams sind gesichert. Gigapixel AI hier von Topaz zum Beispiel. Geht ganz gut. Außen Topaz, innen im Sack. Holen wir die Platten dann raus, hängen wir die hier einfach extern dran. Wenn da Platten drin sind, ja. Vielleicht mal gucken. Das wäre so die einzige Idee noch. Wobei die Gigapixel AI ja nicht weiterentwickelt wird. Aber für das, was sie ist, ist schon okay. Ist schon okay. Macht halt manchmal in so Stoffmuster so komische Muster rein, die man da nicht unbedingt haben will. Letztes Bild, 4300er Auflösung. Ah, das, was mein Papa jetzt geschickt hat, was er gemacht hat. Ja. Das ist ja nicht das, was ich gemacht habe. Ich will das Bild nicht schlecht reden, aber... Nein, nein, also... Also das ist ja, geht jetzt tatsächlich darum, diese Bilder da zu finden. Es ist ja nicht so, als wäre das nicht nur das. Da habe ich auch meinen Papa fotografiert und so, weißt du? Das ist alles irgendwie mega Käse, ey. Aber wenn du hier auf die Kameras guckst, das ist alles empty. Da ist nur. Das sind nur Sterne. Sterne sind hier noch drauf. Oder Schwärze. Ich habe hier alle leer geballert gehabt. Die waren alle leer. Also es. Speicherkarten da noch sind, das glaube ich nicht. Aber ich gucke mal. Ich würde tatsächlich mal schauen. Daten suchen. Ja, aber wenn man es dann findet, ist das natürlich geil. Ich würde mal gucken. Ich glaube, der Tee ist jetzt gut. Ich würde zumindest mal schauen. Danke, Kafkaus, für dein Geschenk. Sub an den Jules. Ich würde zumindest mal gucken, ob der Rechner noch Festplatten drin hat. Die Möglichkeit besteht ja. Habe ich dem die Exos eingebaut und habe die vielleicht wieder ausgebaut und die liegen jetzt einfach im Schrank? Und dann habe ich die nicht aufs NAS gesichert? Okay, ich guck mal. Ich bin sofort wieder da, ja? Lauft mal nicht weg. Wir sind am Suchen. Haben nur nichts gefunden. Haben wir denn hier Fotos? Nee, haben wir nicht. Never ever. Nur ein paar Tapes mit nerviger Musik. Z ist Z. So, dann haben wir hier eine Skyhawk. Die war aber auch schon mal irgendwo drin. 4 Terabytes. Ja, das ist, wenn man zu oft Roulette mit seinem Haupt-PC spielt. Wenn der einen zu oft ärgert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass die noch irgendwo versteckt liegen auf ihm da hinten.
Das ist noch mit am wahrscheinlichsten. Keine Dateien gefunden. Lokale Festplatten, bitte. Man sollte ihn vielleicht nicht Hauptbezirk ärgern, ja? Wie, wo, was? Wer ärgert unser Cracky? Niemand ärgert mich. Der eigene Ehrgeiz ärgert einen. Also ich glaube, die Platte ist nicht partitioniert. Ist sie nicht. Okay, alles klar. Die ist nur gepre-cleared. Die ist nur leergeräumt. Hallo, Honey! Hey, Honey! Ja gut, Platte aus dem Gerät raushängen, glatte Fläche wieder reinhängen, initialisieren lassen. Partitionieren Sie mal. Nee. Dies zaubert uns ja auch keine Daten herbei. XX! Auf dem System unwahrscheinlich. Aber gucken können wir ja mal. Kartons. Immer wieder, wenn man zwischendrin mal ein bisschen Speichernot hatte oder so. Ja, nächste Festplatte. Finde das Foto. Hex. Piu, piu. Aber das ist halt so ein Ding, was mich ja eh gerade beschäftigt. Ne? Und wenn du so einen trüben Fisch, ist ja scheußlich. Keine Dateien gefunden. Keine RAW-Dateien. Aus dem Zeitraum. Ernsthaft. Linux wird auf jeden Fall funktionieren. Ja, immer. Linux steht da außer Frage. Ist ja schon im Namen drin. Linux hat das Foto von dem Hund. Diese Datei heißt Tennis. Fotoknips. Fuji Lexa. Fuji Sandisk, Backup August 22. Kennen Sie diesen Mann? Wir haben sie gefunden! Oh Mann, ey! Kennen Sie diesen Mann? Kennen Sie diesen Mann? Ah! Halleluja! Oh
Oh Mann, ey. Ja doch. Danke, Mann. Direkt auf den Nas sichern. Ja, bitte. Hör doch auf, ey. Manchmal ist es kompliziert. Ich habe heute übrigens auch Fotos gefunden. Geschichtsträchtige Fotos. Von wie viel Gig sind denn das? 95 Gigabyte. Das dauert jetzt ein bisschen. Aber wir nehmen erstmal nur diese. Folgendes. Geschichtsträchtige Fotos, was die Retro-LAN betrifft. Habe ich nämlich Fotos gefunden quasi, die... Ach guck mal, da habe ich versucht, ein Handy zu reparieren. Die... quasi zur Initiierung des Retro-LANs... Dingsbums... zur Retro-LAN geschossen wurden. Hier, Ortofon. Yippie! Als es bei mir quasi Klick gemacht hat und ich die Retro-LAN initiiert habe. Lurkender Dino, ja servus. Und alles nur wegen wie ist denn deine Netzwerkbandbreite? Wirst du auch immer so hart runtergehandelt von Windows? Ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht über die Performance Lightroom über Netzwerk. Das ist eine Katastrophe. Das eigentliche Beamen geht relativ fix. Also der Total Commander kriegt das ganz gut auf der Kette. Aber Lightroom funktioniert gar nicht. Also mit RAW-Dateien brauche ich da jetzt gar nicht kommen. Das klappt einfach nicht. Da muss ich vorher die JPEGs mir angucken und dann das Bild aussuchen und dann rüberziehen. Dann geht das. Jetzt bin ich auf der einen Seite vom Total Commander schon auf dem NAS drauf, auf der anderen Seite komme ich jetzt nicht aufs NAS drauf. Wie viel Megabyte hat das Bild bei mir? Das wird 16 MB haben oder so. Kann aber auch kleiner sein. So, jetzt haben wir das ja hier. Ich mal sortieren. Ein RAW-Ordner machen. So. Die RAWs da einmal reinbeamen. Ich habe mir auch ein eigenes NAS gebaut. So. Da ist Wotan. Yo. Mein Papa beim Knipsen.
Der Marco, der Besuch, der Wotan. Fotos. JPLA, hau rein, mach's gut. Gute Nacht, Miau. Martjot. Bye, bye. Gefunden, ja. Siehst du mal. Alter Verwalter, ey. Und dann heißt die Festplatte einfach Tennis. Und der Ordner heißt Fotoknips. Kannst du dir nicht ausdenken. Stammwender, ja servus. Wie viel sind das? Das sind 600 Gigabyte. Auf geht's, schieb mal rüber. Trab an, du Klappstuhl. Dann weiß ich noch, was wir noch machen können. Was für ein Krampf. Ach, wieso? Alles gut. Das ist einfach die Essenz von dem Wahnsinn, der einen so geritten hat in den letzten anderthalb Jahren. Das ist alles. Wahrscheinlich sind es Corona-Nachwirkungen. Nordlichtbär, danke dir für den Prime-Sub. Das war damals schon so. Dankeschön für die Unterstützung. Damals, als mein Haupt-PC bestand aus zwei Festplatten, einer 20 GB Festplatte und ich hatte damals bereits schon eine unglaublich große 46 GB Festplatte. Also hatte ich 66 GB Speicherplatz. Und dann ist das passiert, was passieren musste. Also man hat da natürlich erstmal dann, hat es dann richtig Spaß gemacht, Daten zu horten. Wir hatten LAN-Party beim Kumpel und dann haben wir die ganzen PC-Player CDs reingeschmissen und die Multimedia-Leserbriefe gesichert und so ein Klimbim und dann auf die Platte geballert und es war total geil. Und dann ist natürlich das passiert, dann ist die 46 GB Festplatte kaputt gegangen und ich musste mit dem Speicherzeug, was ich da hatte, wieder runter auf die 20 GB für die Garantieabwicklung. Und von da an war mein... Aber die Wasserwaage sagt es gerade. Das ist der Weitwinkel. Von da an war mein Chaos in den Daten perfekt und war nie wieder gut. Welche Festplatten wollen Sie? Ja. Und das ist jetzt so die letzten Monde halt paar Mal passiert. Und dann fängst du an zu fotografieren und dann siehst du ja hier so, na, da gibt's halt so einen Fotoknipsordner, da sind 600 GB an Fotos drin. Cool. Hoppla. Oh man. Jetzt müssen wir mal gucken, welches Bild vom Wotan wir nehmen. Und soll es bunt sein oder schwarz-weiß? Temp von HDD, ja. Who wants to be a temporary? Ach, schwarz-weiß geht auf dem Papier schon sau ab. Foto von meiner Frau, aber... Halleluja, ey. Wenn du echt schwarze Flächen hast, dann schimmern die so golden. In Farbe und bunt. So. Hallo! Schwarz-weiß wäre cool. Man kann es sich ja mal vorher anschauen. Ist das die Aufnahme? Ich glaube schon. Die Zunge ist scharf. Die Schnute ist scharf, ja. Die Augenpartie ist alles scharf.
Ich glaube schon, dass das das Bild ist. War ein paar Mal abgeschossen. Das ist auch gut. Vielleicht sogar noch besser. So ein Loch im Zahn. Das ist cool. Das ist die 826. Okay. Warum finde ich das Bild jetzt bei den RAW-Bildern nicht? Habe ich da keine RAWs geschossen oder was? Weil ich Dauerfeuer gemacht habe, haben wir nur ein JPEG davon. Oh Mann, ey. Habe ich falsch konfiguriert, den Käse. Okay, gut, dann nehmen wir die halt. Ich glaube, in bunt wird es wahrscheinlich ein bisschen düster werden. Ich glaube, schwarz-weiß ist ein guter Way to go. Wir gucken mal. Gucken uns das mal an. Weil aus dem JPEG können wir natürlich nicht so massiv viel rausholen. Jetzt muss ich hier erstmal meine Frau weghexen. So. Ihh, JPEG. Ja, shit happens. War halt Dauerfeuermodus. Ich hatte nur, manuelle Linse dabei und hab dann halt Dauerfeuer gemacht. Dann hoffst du halt, dass du irgendwann mal triffst, ne? Ich hab ja getroffen. Aber es ist halt ganz schön düster, sehen wir auch hier oben am Histogramm. Ich denke, schwarz-weiß ist dann cool. Aber gucken wir mal. Bisschen Struktur reinnehmen. Wir können ja beides probieren. Wir können es auch im Bund probieren. Cracky lässt Frau verschwinden, ja. Geil, wie es im Hintergrund aussieht. Das hier, oder was? Das ist halt 35 mm voll offen, ne? Könnt auch den Hintergrund schwarz und weiß machen und den Hund bunt. Was meinst du, Papa? Wer kann den Clip vom Weghexen an die Frau weiterleiten? Natürlich aus dem Zusammenhang gerissen, ja. Oder andersrum, ja. Hund Black and White. Motiv. Wir erkennen ein Motiv, der Hund ist das Motiv. Wer hätte das gedacht? Hat er fast komplett erkannt, nur die Hinterläufe nicht. Die können wir dann auch dazu pinseln. So, jetzt nehmen wir dem Hund die Farbe.
Zack, ist der Hund schwarz-weiß, der Rest bunt. Wenig mehr Unschärfe. Na. Guck mal. Ist auch ein Gimmick. Also das mit Hintergrund und Unschärfe, das erinnert mich jetzt so an die Handyvorschläge, wo nur mit einer Festbrennweite voll offen schön Bokeh im Hintergrund hast und dann ballerst du das Foto auf dein Handy und dann schaust es da in der Fotoanzeige an und dann schlägt dir dein Handy vor, Hintergrund unscharf machen. So, hör doch auf, ey. Sind wir hier in einem Teams-Call oder was? Das wäre mit schwarz-weißem Hintergrund. Das ist Lightroom Classic, ja. Nabenbastelpraxis. Finde ich gar nicht schlecht, weil der Hintergrund ist halt von den Farben her sehr gleich, ne? Du hast halt diese warmen Farbton drin. Ich finde das sogar ziemlich geil. Man könnte eventuell hier noch einen kleinen Beschnitt machen. Dass man das so nimmt. Na, ich weiß nicht. Vielleicht zu viel. Klauen wir zu viel vom Hund hier. So stört das nicht, oder? Ich finde es schon gut so. Schon okay so. Lenkt nicht ab, oder? Ja, die KI hilft brutal mit. Sieht doch gut aus, ne? Finde ich auch, ja. Kann was. Wir könnten den Hintergrund noch ein bisschen abdunkeln, damit er noch ein bisschen mehr rauspoppt. Das können wir wohl machen. Dunkeln ihn so ein bisschen ab. So. Und dann sticht er hervor. Finger weg sie mal. Ja, also man kann auch an JPEGs ein bisschen was bearbeiten. So ist es nicht. Ich habe ein bisschen Struktur hinzugefügt. Das tut dem Fell eigentlich ganz gut. Muss man nicht übertreiben von der Schärfe her, ist klar. Bisschen Struktur hinzugefügt. Sättigung, Dynamik, das ist cool so. Ja. Steuerung P, Enter, ja. Nutzt du bei Lightroom Classic einen Katalog oder mehrere? Ich habe jetzt erst kapiert, also was mich bei Lightroom Classic immer... Ich mache mehrere Kataloge. Was mich bei Lightroom Classic aber immer selber als Anfänger verwirrt hat, ich importiere Fotos aus einem Verzeichnis, hab die drin, arbeite damit, bearbeite die, will neue Fotos importieren und unten in der Leiste verschwinden die restlichen Fotos erstmal. Und dass da unten dann die Knöpfe sind, dass man sich die vorher importierten Fotos anzeigen lassen kann oder halt alle Fotos, die man schon importiert hat in diesem Katalog, habe ich erst später herausgefunden. Und das hat meinen Workflow in Lightroom sehr kompliziert gemacht. Dass ich immer für jede Bearbeitungssituation einen neuen Katalog gemacht habe. Und jetzt habe ich einfach, im Moment habe ich meinen Druckkatalog, wo alle Bilder drin sind, die ich jetzt mal hier so ein bisschen bearbeitet habe, gedruckt habe und was weiß ich nie was. Let's print it, baby. Wir müssen mal großes Blatt einlegen. Lass uns die Patrone leer machen.
Hier liegt schon die neue Patrone parat. Die CO-Patrone, ja. So. Und hier ist das Papier. Hoppala. Kinder. Kinder! Verkleidete Kinder auch noch. Das gleiche Papier habe ich jetzt mir auch nochmal in 13x18 geholt, weil mir das so gut gefällt. Das macht echt so Spaß. So schön. Das Semimatt hier. Fotosemimatt Warmton. Das ist richtig schön. Und günstig. So. Vergleichsweise. Ein Glück haben wir die Bilder gefunden, Papa. Ey, hör doch auf. Die Actioncam aufstellen. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Servus, Öchterer. Wuhu! Hey, Wotan, was geht ab? Wie alles Sony ist, diese Geräusche machen. Achso, ich muss doch erstmal das Papier einlegen. Ich muss das Papier einlegen. Dankeschön für Prime Sub. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich heute noch streame. Aber es ist passiert. Ich finde das faszinierend, dass in diesen Handschuhen, in dem einen ist ein Zettel drin, starke Hand. Ich frage mich, ob an dem Handschuh irgendwas anders ist. Dass es ein extra Handschuh gibt, also für die starke Hand. Wisst ihr, was ich meine? So. Dann Torwart. Haben wir eine Wechselplatte hier? Machen wir uns hier eine kleine Druckcam. Das ist wegen der Gravitationsgeschwindigkeit. Aber immer noch das gleiche Problem mit der 4080 58X 32 Gramm. Leider am PC. Da darfst du nicht rumschrauben. Was bedeutet das? Du kannst das Fischaugen-Optikfilter 6A war es und klappt 1A. Du kannst das Fischaugen-Optikfilter. Ich verstehe den Satz nicht. Schraube ist zu lang. Wo sind die ganzen Wechselplatten hin? Das gibt's doch gar nicht. Aber wir müssen das patentierte Stativ benutzen aus dem Keller.
Hat Fritzbox gefragt, wo das Ding herkommt. Der staubige Drucker drückt eh clean, ja. Einfach nur keine Patscher drauf hinterlassen. Farbenwerk, ja. Ach so. Fragwürdigkeit. Fragen Sie mal. Mal gucken, ob das gut geht. So, drucken. A3 Plus, Fotowerk Seidenmatt. Buntikowski. Höchste Qualität, Seidenglanz. Keine Farbeinmischung, bitte. Bild bitte ausfüllen. Danke sehr. ICC-Profil Seidenmatt. Drucken! Im Drucker befindet sich wenig Tonertinte. Jetzt geht's los. Baldus geht reingeschaut? Nee. Hey, Kralle Gaming. Auf die Kamera haben wir doch schon immer gewartet. In Forza reingeschaut? Nee. Servus, Kisi. Das interessiert mich aber auch so gar nicht, das Forza. Mich interessiert eher, ob die Race Room wieder hinbiegen. Mann, es war so schwer, so eine geile Simulation zu finden. Und dann sowas. Naja. Ah, ich kann das 24. Türchen öffnen. Jetzt wird die Cam eingezogen, bedruckt, ja. Ich glaube, da kommt nie irgendwas raus. So, 24. Was ist die letzte Lakritz-Überraschung? Salted Caramel Salmiak Pastillen. Gesalzenes Karamell Salmiak Pastille. Frohe Weihnachten. Der Wahnsinn. Die sind so pervers, die müssen wir auch mal aufmachen. Bifi, hau rein. Was hast du getrieben? Schreib nochmal kurz. Ich war völlig abwesend. Danke dir nochmal. Ich wünsche dir frohes Fest. Schon wieder Hasenköttel. Aber hallo, ja. Guck mal, ist voll. Boah, geil. Sea of Thieves. Alles klar. Erholsame, schönes Weihnachtsfest für dich und deine Familie. Lass uns mal nächstes Jahr wieder sehen, ne? Ist das gut oder was? Floppy-Ständer, ey, aber hallo, ey. Das kann man ja für irgendwas missbrauchen. Das ist schon geil zusammengesteckt. Das ist schon mega geil. XXL Tic-Tac-Toe. Oh, da kommt ein Hund!
Von welcher Firma ist das? Die nennen sich Boxiland. Boxiland. Also Boxiland. Boxiland.com. Ein Hase. Einlage für eine Schublade. Oh ja, das ist eine geile Idee. Mega Idee, Atlantis. So bestimmt ein Osterhase, ja. Ich glaube auch. Boah, die duften aber nach Karamell und so, ey. Hör da auf. Guck mal, da sind die drin hier. Bastelpraxis, schöne Weihnachten. Liebe Grüße zurück. Wow. Ja, geile Mischung. Richtig geile Mischung. Mit Karamell und... Wow, die sind richtig geil. Okay, es reicht aber. Jetzt ist aber genug. Das ist A3+. Etwas breiter und etwas länger als A3. Im 2:3 Format. Ja, ein bisschen was schafft er, klar. Mein Partner mit der kalten Schnauze, ja. Druckverlust bekommt eine ganz neue Bedeutung, ja. Plotter, ja, das glaube ich dir. Wotan the Tribute. Die Auflösung ist leider geil. Hupsi Bupsi, schöne Weihnachten. Oh, jetzt macht er aber langsam. Rententen. Okay. €700. Da hast du nur einen Satz Patronen. Fertig! Patrone ist leer! Achievement! Ziel erreicht!
Patrone hat rotes X. Sehr gut. Das kann sein, dass er deshalb langsamer wurde, ja. Würde ich mal sagen, dass er dann immer geguckt hat, dass noch die Zinte, die er braucht, da ist. Durch die Bewegung hat er vielleicht gewartet, dass das wieder... Ja, war klar, dass nach dem Druck die dann auch mal platt ist. Ich habe heute den ganzen Tag gedruckt, die probiert leer zu kriegen. Sieht aber gut aus. Ja, würde ich auch sagen, dass das sehr schön geworden ist. Tada! Oh ja. Wunderschön. Auch die Idee, den Hintergrund schwarz-weiß zu machen, war richtig gut. War richtig gut. Mit Handschuhen. Ja, das ist ein semi-matt Papier, semi-glänzend. Da muss ich jetzt nicht Salmiak-Finger drauf machen. So. Ich meine, das Papier ist relativ beständig, was so Fingerabdrücke angeht. Es ist ja ein matt Papier, ja. Aber das kann ich nicht verschicken, Papa. Das muss man in Natura dann... Müssen wir uns... ich glaube, am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir in der Gegend. Dann müssen wir uns mal kurz Hallo sagen. Auch wenn der Rest der Bagage wieder sagt, boah, ey, haben wir noch keine Zeit für. Dann sag ich, doch, das muss. Dann weißt du zwar schon, was du kriegst, aber... Die Actioncam vom Absturz gerettet. So, Deckel auf. Guck mal, Reaktion funktioniert noch. So, man darf die Patronen nicht von der Seite drücken. Bis er den Schlitten mal in die Position fährt, ne? Jetzt muss ich gleich mal gucken, wo die CO überhaupt ist. Also, vorletzte. Da sind ja 10 Patronen drin. Zehn Stück. Die erste, die leer war, war die Foto schwarz. Die zweite, die leer war, war grau. Und jetzt halt diese CO. Wir befüllen die jetzt, ja. Jetzt, wenn die Action Cam ausmachen, dann hänge ich wieder den Camcorder dran.
Ja, mit Originaltinte ist Amok. Mit Drittanbieter geht's einigermaßen. Das Einzige, was ich jetzt natürlich nicht bedacht habe, ist bei dem Rahmen, den ich hier habe, das Passepartout. Naja, so muss man den Hund nochmal drucken. Der läuft ja nicht weg, der Hund. Jetzt habe ich ihn ja gefunden. Es gibt Farbpatronen grau, ja. So. Dann brauchen wir folgende Utensilien brauchen wir. Folgende Dinge. Gute Laune brauchen wir. Wir brauchen die leere Patrone. So. Tüte von der neuen. Dann brauchen wir eine nicht benutzte Spitze. Dann brauche ich den OG-Deckel. Dann brauchen wir die Feinwaage. Paläppchen Zewa sind auch nicht schlecht, das stimmt schon. Die Handschuhe, die in Schwarz, bitte, ja. So mit dem originalen. Originaldeckel vom CO rausholen. Das war Cyan. Das war CO. Deckel. Das geht. Das ist 10 Minuten ist das erledigt. Gummihandschuhe, ach Quatsch. Ich habe kein Gefühl in den Flossen. Ja, Epson Eco gibt es halt leider nicht mit so, nicht so mit einem Fotofokus, ne? Ich meine, die haben auch 6 Patronen und mit denen kannst du natürlich auch Fotos drucken, ist ganz klar. So, müssen wir einmal hier absäbeln. Mal von oben zeigen. Ja, 150 Euro der Satz Originale und dann ist in jeder 14,4 Milliliter. Dann hier die Flasche Farbenwerk mit 100 Millilitern kostet 20 Euro, glaube ich. So, einmal hier abgeschnitten, kleines Loch. Tipptopp. Waage an. Hello. Patrone leer, 19,2 Gramm. Wir müssen sie auffüllen auf 32 Gramm. Und das hier, shake gently before use. Okay. Das ist hier dann der Chromax Optimizer. Servus. We shake gently before using. Der schäumt tatsächlich ein bisschen. Aber wir machen mal auf.
Der schäumt. Das hat die Tinte nicht gemacht. So. Kann natürlich sein, dass der auch dünnflüssiger ist. Gucken wir mal. So. Und dann wird hier losgeträufelt. In den Schwamm hinein. Namenwurzel. Servus. Was der Chromax-Optimierer macht? Keine Ahnung. Das muss man kennen fragen. Ob das eine Art Schutzschicht ist oder nochmal für Brillanz sorgt? Keine Ahnung. Canon wird die Antwort kennen, ja, genau. Das ist ein bisschen ermüdend für die Hand, halt durch das Drücken, ja. Aber das geht alles. Und es geht überraschend, mit überraschend wenig Sauerei. Beim allerersten Mal war es die Fotoschwarze. Da habe ich natürlich, nachdem ich den roten Deckel hier aufgeschraubt habe, habe ich erstmal die Flasche umgestoßen. Also so in Natura sieht es halt aus wie eine transparente Flüssigkeit, ne? Chromax Optimizer, ja. Weiß der Geier, was das macht. Die Abkürzung CO könnte ja auch für Coating stehen, also für eine Versiegelung, Veredelung. Beschichtung. Ja. Fortan wird man die Patrone dann auch wieder einsetzen können, aber der Chip wird natürlich sagen, die Patrone ist leer. Ja, Chromax Optimizer. Aber du kannst dem Drucker sagen, druck trotzdem weiter. Nachfüllgeräusch. Dum, 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 dum. Wir sind gleich fertig. So. Wunderbar. 0,6 Gramm ging daneben, ja. Das ist schon mal eine gute Ausbeute. Und ihr seht, das ist jetzt der dritte Nachfüllvorgang, den ich gemacht habe. Das ist super beschrieben auf Farbenwerk. Genauso ist es ja. So halte ich mich auch dran. Hab halt von den Aufsätzen für jede Farbe einen bestellt. Unebenheiten werden ausgeglichen.
3232, Half-Life 3 confirmed. Theoretisch kannst du hiervon auch eine Literpulle bestellen, dann kannst du richtig sparen. Für die Patronen gibt es bisweilen keinen Chip-Resetter, nein. So, jetzt würde ich gerne noch einen Q-Tip mir schnappen. Hole ich mal kurz, dass ich einmal den Rand sauber mache. Es gibt keinen Chip-Resetter, aber Fabenwerk hat dazu dann halt auch empfohlen, einfach dann seine Drucke zu zählen. Ja, man zählt dann die Drucke. Machen wir dann damit. Na, 2 für einen A3-Druck, 1 für einen A4-Druck. Und wenn du bei 40 bist, wechselst du den gesamten Satz Patronen aus. Wenn du jetzt komplett auf nachgefüllten Patronen läufst. Und das heißt, dafür brauchst du dann halt erstmal einen zweiten Satz Originaltinte nochmal. So ist die empfohlene Vorgehensweise. Patronen ab und an wiegen. Ja, kann man auch machen. Aber ich sag's mal so, ja. Aber ist halt auch dann lästig, ne? So. Rand ein bisschen sauber gemacht. Machen wir hier das Gegenstück, das ist ja auch so eine kleine Dichtung. Deckel wieder drauf. Zack. Und dann kommt das Ding luftdicht verschlossen da rein. Natürlich muss man dann unterschiedlich viel wieder auffüllen. Und also wenn natürlich ist das ein Zeitaufwand. Und das ist mir auch klar, dass es ein Zeitaufwand ist. Aber es ist auch ein Ersparnis dann dabei. Was wollte ich sagen? Ein riesiges Ersparnis. Ja, also ein Fünftel der Kosten oder so. Noch weniger, also noch mehr. Aber wenn man dann eingespielt ist und dann machst du dir halt den gesamten Satz an Flaschen eben fertig, schraubst die Tüllen drauf und dann eine Patrone drauf, bup, 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 32 Gramm, nächste Patrone drauf, bup, 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 32 Gramm, bup, 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 bup. Dann ist doch cool. Das spüle ich jetzt mit Wasser um. Beschrifte den noch hier mit dem Edding, dass das CO ist, dass das die Kanüle für CO ist. Und dann wird da auch nichts gemixt. Flaschen direkt an den Druckkopf anschießen, ja. Und ihr habt ja jetzt gesehen, das ging jetzt eigentlich relativ fix, ne? Und wie viel man dann natürlich nachfüllen muss, wenn man dann so bis 40 getickert hat, so wie die es einem empfehlen, damit halt keine Patrone leer läuft. Ne? Jetzt natürlich, keine Ahnung, 40 DIN A4 Blätter nur schwarz machst, wirst du wahrscheinlich nicht hinkommen mit deinen Schwarztinten an der Stelle. Aber ansonsten, ab dafür.
ja, war natürlich ein Kostenfaktor. Das steht alles außer Frage. Aber es macht mir riesen Spaß, das umzusetzen. Und die Ergebnisse sind einfach toll. Ich habe gar keine Farbe reingemacht. Ja, das war jetzt halt keine bunte Farbe. Sondern das war dieser Chromax-Optimierer. Und natürlich ist bei sowas dann in der Theorie die Garantie futsch und bla bla blub. Bei mir habe ich 10. 10 Stück. Dann habe ich die CO-Tülle und die kann dann in die Tüte wieder zu den anderen. Das war jetzt 100 Milliliter. Das war jetzt die 100 Milliliter Version. Ich dachte mir, kleinere Flaschen in der Hand zu halten, ist vielleicht wesentlich angenehmer. Und dann halt mal schauen, wie weit man kommt, ne? Ich meine, das Schwarz, als es dann hier über meine weiße Tastatur geflogen ist, sah schon schwarz aus. Groß fest. Danke, dir auch, TikTok Tobi. Danke fürs wiederholte Einschalten. Sehr nett. Eine schöne Zeit für dich und deine Lieben. Genießt es. Das Beste, was man machen kann. Spritzenkanülen. Ja, haben sie auch in ihrer Anleitung erwähnt, dass man es auch alternativ mit Spritzen machen kann. Sie aber die Anwendung von diesen Köpfen als angenehmer empfunden haben und dritte Patrone jetzt, keine Sauerei. Das war unter 10 Minuten, war die wieder voll. Ich habe ja noch ein bisschen erklärt. Wie gesagt, wenn man dann später den Satz hat, dann sind das mal ein Handgriff, dann macht man jede Tinte so ready, schraubt auf, Deckel drauf, dann hast du alle parat. Und dann stellst du dir die Waage dahin und dann bist du halt eine halbe Stunde am Befüllen und dann sind alle wieder ready. Eigentlich, glaube ich, ganz straightforward. Und dann kannst du nochmal Wotan ausdrucken. Das drückt schon die Preise brutal. Und Farbenwerk hat ja auch für ganz viele Papiere, die die verkaufen, oder eigentlich für alle Papiere, die die verkaufen, passende ICC-Profile für deren Tinte. Die hat ein leicht anderes Druckbild, das ist klar. Aber was hier der 1972, so heißt der Kanal, der hat die auch schon getestet, die Farbenwerk-Tinte, und die kam bei ihm sehr, sehr gut weg. Deutlich besser für die Umwelt. Canon hat mir jetzt eine E-Mail geschickt schon. Hey, willst du, wenn du leere Patronen hast, hier, wir schicken dir einen Umschlag. Kannst du uns gerne zuschicken. Ja, Chip Resetter wäre natürlich geil. Das steht außer Frage, ja. Aber gut. Bis dahin muss der Besucherzähler herhalten. Da muss ich mir dann vielleicht noch eine Umrechnungsformel überlegen, weil ich jetzt nicht unbedingt immer A4 drucke, sondern halt auch gerne mal ein 10x15 oder ein 13x18. Na klar füllt Canon die auf. Sicher füllt Canon die auf. Die werden gewaschen, die kriegen einen neuen Chip dran und dann sind die wieder voll und dann geht's weiter. Brief und Siegel. Diese Patronen, dieser Schwamm da drin, der ist doch nicht nach einem mal 14 Milliliter durchjagen, ist der durch. Wenn sicherlich in absehbarer Zeit muss irgendwann mal ein neuer Satz Patronen hin, weil vielleicht der Schwamm nicht mehr so will oder so. Aber gucken wir mal. Jetzt hab ich ja zwei Sätze. Also Drucker, einen kompletten Satz Originaltinten, um immer austauschen zu können. Und dann halt natürlich die 100 Milliliter Tintenfläschchen in den kompletten Satz. Das sind auch 200 Euro. Aber ich glaube, bei denen lohnt sich das schon, diese Kunststoffkonstrukte da zu pflegen und neu zu machen. Das ist ja auch bei Tonern so. Auch Toner sammeln ist ja ein Riesengeschäft.
Die wollen mir die kostenlos nachfüllen. Ja, ja. Ja, die meint nur, wenn ich nicht wüsste, wohin damit, dann würden die mir einen Umschlag schicken. Ich habe mir von den roten Tönen extra eine Patrone mehr geholt. Aber... Servus Daniel, ganz gut. Wir haben heute ein Foto gesucht und dann doch gefunden. Hier. Mattschwarz. Cyan, Fotocyan. Fotoschwarz und Grau. Die beiden habe ich natürlich schon befeuert. Können wir eigentlich hier die Mattschwarze mal rausholen. Die wird wahrscheinlich als nächstes fällig. Oder Zyan ist, glaube ich, bald dran. Ja, schönen Heiligabend. Ja, dir auch. Dankeschön. Ja, ich bin ja gerade auf den Geschmack gekommen, was so das Drucken angeht. Also jetzt zu Weihnachten war natürlich viel, wegen der Fotogeschenke, die man so fertig macht. Aber ich habe mir jetzt auch mal einen Satz Bilderrahmen geordert und der Flur freut sich, befüllt zu werden. Cyan, Fotocyan. So, hier gibt's natürlich Magenta, Fotomagenta. Yellow, Foto Yellow. Dr. Chroma Optimizer. Dann ist es ja generell günstiger, als wenn ich die Originaltinten nehme. Also. Lichtgeschützt und hoffentlich luftdicht. Zack. Welche Zitronenpatronen von Canon verarbeitet? Ich kann dir zusichern, dass alte Farbträger entsorgt werden. Okay. Patrone leer. Kann ja egal sein, füllst du immer eben auf. Ja, eigentlich Win-Win, ja. Schon cool. Ich hätte nicht gedacht, dass das so... Als ich die Anleitung gesehen habe, habe ich mich halt sicher gefühlt. Also eine gut gemachte Anleitung, wo man das Prozedere sieht und natürlich auch die negativen Seiten dann auch nicht unerwähnt lässt. Grün und Orange, ja. Ja, der Große dann, ne? Der A2. Der hat dann 12 Patronen, ja. Crazy, oder? Aber ich meine, das, was der hier schon rausjuckelt, das ist schon super. Nur ich habe das Passepartout nicht bedacht. Wahrscheinlich passt er nicht mit den Rahmen, die ich jetzt da habe. Hier ist er. Hallöchen. Da hätte ich mehr Rand lassen müssen, ja. Ja, abschneiden, aber wie? Nee, das ist Käse. Ich meine, klar, ich könnte ihn irgendwie zurechtrücken. Könnte passen, hast recht, ja. Wenn wir oben das genau passgenau machen, das könnte gut gehen, ja, hast recht. Wenn es dann einfach nicht mittig liegt. Sollen wir es ausprobieren? Ja, wa? Guck. Dass wir ihn gar nicht hätten kleiner drucken müssen. Ich leg dich mal da hinten hin.
in Sicherheit bringen, ja. Ein Glück habe ich noch Q-Tips gefunden. Wäre auch Content. Ja. Das hatte ich mir auch vorgenommen. Mir kam da so ein Audio-Interface dazwischen, was mich ein bisschen überfordert hat. Das sind halt alles böhmische Dörfer, wenn man dann in neue Gefilde vordringt. Ne? Ich hab ja die Kisten hier. Woran halt die Lehen? Aber warum sind diese Hersteller denn so darauf erpicht, ihre Patronen wiederzubekommen? Warum? Müssen wir erstmal gucken, ob wir überhaupt die Dinge hier am Stück angekommen sind oder ob das alles Gulasch ist. Ach, kein Platz, ne? Bräuchte man einen Stuhl ohne Armlehnen. Stay. So, und den Deckel, ne? Ein Deckel zu viel ist besser als ein Deckel zu wenig. Lege ich mir auch weg. Armlehnen abschrauben. Ja. Code prüfen, wie lange, wie oft wir was getan haben für die Statistik und dann wegschmeißen. Via Zertifikat. Wir machen für die Umwelt. Ja, klar. Wir haben so und so viele Patronen für euch entsorgt. Danke! Die müssen es anbieten quasi. Ist halt kein Klimmbürostuhl. Der ist nur ein Dauphin. Ich glaube, der war auch mal vierstellig. Oh mein Gott, ist alles zerbröselt. Aber die sind echt Silber. Irgendwie hatte ich jetzt Blau im Kopf. So. Okay. Ist aber am Stück. Schon mal gut. Und wie viele Rahmen habe ich gekauft? Da sind Wasserwagen dabei. Oh, geil, Wasserwagen. Wasserwagen, Schlüsselanhänger. So, 4, 6. 9. Nägel sind dabei, 3 Stück. Ja, okay. Noch eine Wasserwaage. Nochmal 3 Nägel. Bilderwände gestalten, Step by Step. Nochmal 3 Nägel. Ja, es waren Dreierpacks. Das muss Weihnachten sein. So sieht es aus. Vorsicht, Glas, bitte werfen. Fotolini! Mutini! Und das hier ist das Streikobjekt von heute.
einfach Silber. 40 mal 60. Gab's im Baumarkt tatsächlich nicht. Links und rechts passt ja auf jeden Fall mit dem Passepartout. Nur oben und unten müssen wir ein bisschen gucken. Müssen wir ein bisschen unten von den Läufen wegschnibbeln. Aber gucken wir mal. Passendes Passepartout habe ich. Das ist so ein lustiges Wort. Müssen wir jetzt unboxen. Ich sehe mich morgen schon für die Verwandtschaft Bilder drucken. Und am Ende hängt nicht einer dieser Rahmen bei mir im Flur. Good night, RS Germany. Wo Platz? Flur. Ich glaube, es ist Acryl. Ja, ich würde sagen, vom Gewicht her ist das Acryl, ja. Das ist nichts Besonderes. Aber Hauptsache mal einen Rahmen da haben. Das war jetzt so erste erster Gedanke dahinter. Mattes Glas wäre cool, aber. Good night, Cyber Uno! Frohes Fest! Sind Wasserwagen dabei. Genau. Unfassbar, dass wir die Bilder gefunden haben. Styropor. Papa 1. Schleifpapier und Wasser. Oh Mann ey, das ist aber kompliziert hier. Aber gut, verständlich. Müsste ja eigentlich gehen, wenn ich zwei Seiten auf habe, oder? Zip. Servus, Captain. Dir wünsche ich auch ein frohes Fest. Wupp, wupp. Dankeschön. Slatter Harrison. Mein Dings, die hier muss ich es heute immer verlegen hier. Tada! Passepartout! Ich hab sowas noch nie gemacht. Was ist denn das? Das ist ein Passepartout. Das ist, wenn das Bild noch besser ballern soll hier. Weil Rahmen für A3 Plus sind selten die Dinger. Aber irgendwie ist das zu groß, aber das ist wahrscheinlich Absicht. Quasi der Rahmen im Rahmen,
Und dann bekommst du noch mal mehr Tiefe auf das Foto. Siehst du das? Genau, und weil du halt hier diesen Rahmeneffekt hast, hast du diese Tiefe noch extra. Ich glaube, man kann es gut sehen, ne? Ganz gut sehen. Und das macht es halt nochmal edler. Guten Morgen, Asparon. Servus. Aber diese Wasserwagen sind ja witzig. Das sind immer witzige Schlüsselanhänger. Kannst du auch gleich dann benutzen, mein Bild aufhängen, gucken, ob das Bild gerade ist. Legst du oben drauf. Die Libelle hier. Juhu! Hallo Libelle! Du dürftest auch gerne das scharf stellen, was nahe ist. Mir egal. Das müsste ein Alurahmen sein. Ich glaube Aluminium. Diese Detailfragen. Acrylglas, Schutzfolie beidseitig entfernen. Ja. Zum Glück mit Schutzfolie. Ich sage echt, die Bilderrahmen aus dem Baumarkt, das sind ja unter aller Sau. Echtglas, da ist nicht mal Schutzfolie drauf. Verstaubt von innen und von außen, wie blöd. Katastrophe. Ich glaube, das ist lackiertes Holz. Das ist kein Aluminium. Das ist Holz. Oder Presspappe, was auch immer das ist. Schon mal 7950 X3D getestet oder noch vor? Wo habe ich im Hauptsystem laufen? Ist in Games fast so schnell wie der 78 X3D. Funktioniert ganz gut. So eine coole Wasserwaage, die brauchst du auch. Es gab diese Rahmen im Dreierpack. Und dann habe ich halt noch ein passendes Passepartout für 40x60 gesucht. Und jetzt bin ich am Ende pro Rahmen aber trotzdem bei 26 Euro oder so. Und da gibt es andere Stores, die das gleich passend in der Kombination verticken. Naja. Platz hier. Platz! Wir brauchen Platz! Was wäre dann oben? Ist der Finger oben? Wird man dich loben? Also ist, denke ich, nothing special. Alleine die Dinger hier, die Hochbeak-Dinger, sind ja eher einfach. Kannst halt die Bilder auch nicht so oft drin wechseln, ne? Ich bin ja happy, dass wir das Bild gefunden haben. Ja. So, schauen wir uns das erstmal auf der Pappe an, oder was? Das weiße Blatt Papier könnte man nochmal anderweitig irgendwo benutzen. Ja, Folie ist drauf. Sehr gut. An die Seite stellen. Ich meine, so eine Kunststoffschicht macht den natürlich relativ angenehm leicht. Ne?
den Herrn von uns zu. Kühlen? Ich habe einen kleinen Luftkühler drauf. Was habe ich denn da drauf? Thermalright. Spirit schießt mich tot. Ich habe einfach im BIOS gesagt, der darf nicht wärmer werden als 85 Grad. Schön, ne? Okay, ihr seht nichts. Aber geht bei dem Motiv doch jetzt voll klar. Kralle Gaming, hau rein. Danke fürs dabei sein. Wupp, wupp. Boah, das ist... Das ist cool. Das ist schon cool. Wie machen wir das jetzt rückwärts hier? Müssen wir natürlich die Folie an dem Glas abmachen. Am besten rückwärts machen, ne? Am besten jetzt Folie am Glas auf der Innenseite ab. Glas drauflegen. Nee. Ja, ich weiß nicht. Die Zacken sind natürlich das Problem hier. Aber wir müssen mal gucken, ob das Glas überhaupt deckgleich mit dem Passepartout ist, ne? Das wäre schon wichtig. Dass man sich auf diese Maße auch verlassen kann. Die dünne Acrylscheibe. Hallöchen. Deckgleich, ja. Ist aber. Das passt. Sehr gut. Naja, wenn der Rahmen drüber ist, dann kann es ja nirgendwo mehr hin. Ja, Schutzfolie beidseitig entfernt steht hier. Sollten wir dann jetzt wohl machen. Müssen wir auch an der Vorderseite machen, weil wir kommen da nicht dran. Aber dann können wir die ja wieder aufkleben für den Transport. Meinst du, das Bild verrutscht unter dem Passepartout? Das könnte im schlimmsten Fall natürlich passieren. Aber wir können es mit Patafix ein wenig fixieren. Nee, darum habe ich so trockene Flossen, weil ich davon heute 500 Bälle gerollt habe. Luftblase tauschen, dann geht's. Ja, okay. Reicht ja eigentlich oben, ne? Da, wo die Schwerkraft arbeitet.
Noch mal gucken. Ja, der Rahmen. Ein Stück noch hoch. So passt. Sip, sip, sip. So, oben angedrückt. Oh, das ist echt, das ist richtig elegant. Also, krass, krasse Scheiße. Ich habe alle Geschenke, ja. Wobei ich für eins noch ein bisschen basteln muss. Bisschen drucken muss. Das hätte ich heute mal machen sollen, anstatt immer weiter Bilder raushauen. Holy shit. Sieht aus wie gekauft. So, ist ganz gut, ne? Gibt bestimmt so matte Acrylscheiben oder so, die man irgendwo... Spiegelt jetzt hier natürlich wie blöd, weil Studiobeleuchtung. So. Was kostet so ein Bild am Ende? Ohne die Arbeit würde ich schätzen 35 Euro. Natürlich das Acryl hier einfach auf den Tisch gelegt. Stopp verkehrt rum. Nö, 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 nö. Alles gut. Aufhängung hier. Und da. Das ist cool. Mega nice. Sehr hübsch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Er ist halt ist hier zu hell auf der Seite. Ist halt, hier ist halt Studio, ist halt Decken, die Decke ballert, ist halt alles hell, ne? Weil wenn du das so normal irgendwo in den Flur hängst, wo jetzt nicht direkt Sonneneinstrahlung ist, ja eh nicht so geil für die Tinte auf Dauer. Das ist schon ein Träumchen. Das ist schon sehr, sehr schick. Jetzt ist nur die Sache mit der Aufhängung. Passepartout macht richtig was aus, ja. Es gibt dem Ganzen halt nochmal Tiefe. Ja, es gibt dem Ganzen nochmal Tiefe und
Das ist schon schön. Also so kannst du damit arbeiten. Ich finde die Tinte UV-fest, ja, also die Pigmenttinte ist schon sehr, sehr haltbar. Aber trotzdem empfiehlt dir keiner, das dahin zu ballern, wo regelmäßig 2-3 Stunden am Tag die Sonne drauf ballert. Nicht zentriert. Wieso? So, ist doch gut. Dass der Hund nicht in der Mitte ist, der ist ja auf dem Originalbild ja auch nicht. Das ist Wotan. Sein Name ist Wotan. Wotan mag Rechner. Also, was ich sagen wollte, Dingsbums. Das Gewicht ist natürlich ein Vorteil von Acryl, ne? Ja, Faddis und seiner Lebensgefährtin, ja. So eine Bildplakette drucken. Das ist Nummer 1 hier. Muss das morgen eh wieder abmachen und zeigen. Aber so ist halt geschützt. Jetzt ist er heilig, ja. Doch, hat gut geklappt. Und das ist geil, dass ich jetzt so die Anwendung mal hatte damit. Dann kann ich mir halt gut vorstellen, also das Passepartout ist jetzt halt für den 60x40 Rahmen. Und das beschneidet unser Bild halt auf 45x30. A3 Plus ist 48x39 circa. Ja, ich sag ja, das ist natürlich entspiegelt. Entspiegelt ist das Träumchen. Aber das ist jetzt der erste Versuch mit einem einfachen Rahmen. Und so viel schneiden wir ja nicht ab von dem Bild jetzt dadurch. So, jetzt ist die Frage Aufhängung. Ich finde, das mit dem Nagel ist ja eine nette Idee. Aber irgendwie so ein Seil ist cooler. So ein Seil ist viel angenehmer als der Mist hier. An so einem kleinen Pac-Man das dran zu fuddeln. Der Rahmen ist, glaube ich, auch dick genug. Der Nagel muss durch das Bild, ja. Gell, Wotan, was halten Sie davon? Kann man machen, ne? Wenn hier auch Folientüten für irgendwelche anderen Bilder oder so. Kann man immer drüber nachdenken, ob man sowas dann aufhebt. Super nice. Wo sind denn meine Passepartouts? Da sind die. Okay. Sehr, sehr schön. Das Einzige, was mich verwirrt, das Styropor hat schwarze Punkte. Aber das muss ja nichts heißen. Die hat er mit schwarzen Punkten. Finger weg! Ich glaube einfach nur, dass das einfach kein rein weißes Styro ist. Das ist alles. Das sind ein paar Metall, was auch immer. Au!
Schwarze Punkte im Styropor, ja. Das ist ein Muropor. War aber gut verpackt. Also wenn ich dran denke, dann packe ich in die Aufzeichnungsvideobeschreibung so ein paar Amazon Affiliate Links. Die dürft ihr benutzen. Da entstehen euch keine Mehrkosten durch, aber wenn ihr sie benutzt und was kauft, dann Kasala. Haben wir was davon. Das ist kein Schimmel. Ja, es wird recycelter Styro sein oder so. Aber Hände waschen sowieso. Wir haben jetzt Patronen nachgefüllt, wir haben uns ein Bild gebaut. Dalmatiner Styro, ja. Zeit für Knight Rider, oder? Genau. Oh, was soll das? So, Bild ist fertig, Aufhängung wäre noch so ein Thema. Wo ich mir Gedanken drüber mache. Ich habe hier so ein Band geholt. Jetzt war der Gedanke, kurze Schrauben? Hat da schon mal jemand Erfahrung mit? Man könnte natürlich auch eine Schlaufe, aber das ist ja nicht komfortabler 3M-Kleber, gut. Das ist ja nicht komfortabler als direkt an den Nagel hängen mit dieser Kralle. Wobei man könnte eine Schlaufe machen. Und dann ist es vielleicht einfacher aufzuhängen. Hier hin. Kampfkauz! Dir auch eine besinnliche, schöne Zeit. Schöne Weihnachtszeit. Hau rein. Bison-Montage-Kit. Pipi Bison. Alternativ wäre halt, man dreht eine Schlaufe. Schraube hier. Zitt, Schraube da. Und dann hat man Dingsbums. Ist nur die Frage, ob ich Schrauben habe, die kurz genug sind. Zweimal 12 Kleenex. Ach du Scheiße. Okay, gut. Danke. Kann ich einen Laden aufmachen? Danke. Ich weiß schon nicht, wo mit dem Karton hin. Okay. Danke. Mal gucken hier. Ich hatte jetzt Schrauben gekauft. Wo sind sie hin? Wahrscheinlich immer noch zu lang. Ich habe noch 8 Rahmen, ja. Okay, das ist so ein schöner Torx. Er hier auch. Die ist zu lang. Die ist okay. Ja, die müssen schon sehr kurz sein. Da hätte ich mal im Baumarkt. Hätte ich mal. Ich meine, natürlich hast du dann die Schraubenköpfe, die dann oben irgendwo an der Wand anliegen, ne?
Der Fleck auf der Ablage. Ja, mich stört er auch. Es ist Kleber. Kriegst du nicht mehr weg. Vermutlich etwas für Zukunftscracky. Kurze Schrauben kaufen. Ob die hier gehen? Viel zu kurz, ne? Ich glaube auch, ja. So random Gehäuseschrauben. Vielleicht ist da was dabei. Nein, hier auf keinen Fall. Das ist, glaube ich, kein random. Das war eher Randall. Nee, steht tatsächlich random drauf. Aber irgendwie nicht. Mindestens doppelt so lang. Na, guck mal, das ist eine schöne kleine hier. Die ist süß. Wenn wir von denen noch eine haben? Die hier ist auch nicht schlecht. Elektronischen Tacker habe ich leider nicht. Die ist auch schon wieder fast zu lang. Die dürfen echt nicht lang sein, ne? Das ist krass. Also die Länge hier ist okay. Zur Seite in den Rahmen ist noch Platz, oder? Die ist, glaube ich, 1 cm, etwas über 1 cm. Wie meinst du das? Jetzt einfach querschrauben. Richtung außen. Aber dann ist natürlich nochmal der Faktor, der Kopf der Schraube, ne? Der dann stört. An der Wand. Aber da können wir natürlich dann auch was drüber machen. Da hast du aber oben ganz schön Abstand, ja. Schade, dass ich echt nur eine habe, ne? Eine. Wo die ist ja auch so schön klein. Das ist ja auch noch super klein hier. Und wir probieren es mal mit den beiden kleinen. Festplatten, keinen offensichtlichen Platz. Aber ich kopiere nur. Also wir haben heute den halben Abend, die halbe Nacht haben wir heute ein Foto gesucht. Welches wir dann auch erfolgreich ausgedruckt haben. Von dem schönen Tier hier. Und auch eingerahmt haben. Das zu finden war kompliziert. Als ich es dann gefunden habe, war dann so ein ganzer Ordner da mit einem Haufen Fotos. Die halt, ja,
sonst nirgendwo anders waren. Und jetzt beam ich die gerade auf mein NAS rüber. Das mache ich gerade. Darum liegen gerade die Festplatten da. So, wo ist der Black & Decker? Hier unten oder im Flur? Mein Zimmer sieht optimal aus. Perfekt vor den Feiertagen. Ich schmeiß mal die ganze Pappe raus. Ölen hat's voll gemacht. Ölen, was geht ab? Danke, Mann. Servus, Leute. Lassen sich 3-Pin-Fans in einem PWM-Hub auch runterregeln? Wahrscheinlich nicht. Dankeschön. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe hier so ein Beispielbild. Irgendeine moderne Kunst, keine Ahnung. Frag mich nicht weiter. Aber hier ist eine Aufhängung mit einer schönen Schiene. Gut, die werde ich jetzt nicht kopieren, aber ich kann ja mal 2 Schrauben rausholen. Schraubenspende. Nur wo ist der Schrauber? Ist das alles noch im Keller oder was? Ich glaube, der ist noch im Keller beim Racing Rig. Nein. Ich bin sofort wieder da. Ich habe nichts voll gemacht. Doch, alles voll gesaut. Ich gehe eine Stunde vor. Warum? Der Bitteaufsatz ist zu dick. Oh, ein Monteur. Der ist noch dicker. Ach, hör doch auf. Hä? Hier. Ein Monteur. Dann Akku leer. Black & Decker, ja. Na guck mal, 1,6 cm habe ich hier. Das sind die Schrauben, die ich gesucht habe. Aber 1,6 ist too long. Und wie schön, dass diese Schatulle sich einfach selbst ergossen hat. Aber gut, wenn man das weiß, dann holt man halt nochmal Spacks mit einem Zentimeter oder so. Wenn das jetzt hinhaut, wenn das jetzt funktioniert. Poster Strip, ja, das ist gut, ja. Werde schlafen. Good night, Kyo. Danke fürs Einschalten. Danke fürs dabei sein. Schöne Feiertage. Oh, die sind ganz schön lang. Gut, wenn ich mit einer Unterlegscheibe arbeite, ist das natürlich auch noch mal was anderes. Mit einer Kneifzange einfach kürzen. Ja. Spende Schrauben. Wupp, wupp. Meinen Sie, lässt sich das so einfach abpitschen? Nicht so sicher.
Und schon Dremeln oder sowas. Dränge durch. Jo, ja, Mutti. Kein guter Pitcher, ist nur Goldblatt, ja. Wenn Löcher schon da sind, kann ich die Spitze wegnehmen. Ja, ja. Ich find's geil. Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100. Danke, danke, danke für die Bits. Spitze abnehmen geht. Und jetzt die Schraube weg. Bin ich viel drin, außer Teebeuteln und man wartet aufs Klingeling, aber nichts kommt. Danke. Danke für nichts. Das gibt's doch gar nicht. Tee. Hab sie. Haben wir sie etwas gekürzt. Gekürzt! Hurz! Tendiere immer noch zur Unterlegscheibe. Müll-Origami, ja. Plitsch, platsch. Hatte ich doch jetzt gesehen. Wo war das? Hier. Hier drin. Eine und zweite. Die sind natürlich von der Öffnung her gerade so passend. Sehr gut. Heimlich Luft trinken. Lüften ist auf. Also ist die ganze Zeit offen hier. Hier laufen ja genug Rechner. Simultan an einem Strang. Ich hoffe, der geht nicht in Standby und Teleskopieren auf.
Er ist fertig mit Beamen? Er hat fertig gebeamt? Das wäre aber eine gute Zeit hier. 600 GB. Kurz die Größe kontrollieren. Einfach nur mit Kleber. Meinst du mit Klebestreifen oder sowas? Oder sowas wie Heißkleber oder so. Ich weiß es nicht. Achso, Bohrer brauchen wir. Wir bohren vor. Bohren ein bisschen vor, muss ich sagen. Da ist er, der ganz Kleine. So. Relativ groß, oder? Geht. Und nicht versehentlich durchbohren. Nein, nein! Nur ganz wenig. Wenn ein kleiner Nagel, den einfach einschlagen, nach unten biegen. Ist auch eine Idee, ja. Das ist auch eine Idee. Wir verfolgen jetzt mal das Schraubenziel. Wird der erste Rahmen sein, den wir zerstören? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Nägel neigen dazu, sich zu drehen. Ja, ja, ja. Das muss ja von der Höhe nicht perfekt gleich hoch sein. Also, wo wir neigen, ne? Ist ja eigentlich egal. Außen schon mal anmarkern hier. Ich möchte auch ein Tier da, ja, okay. Hier ja vorgebohrt wird, ja. Und bei meinem Glück guckt die Unterlegscheibe jetzt links und rechts raus. Nein! Naja, würde sie. Mist. Neues Loch.
Okay. So. Und dann würde ich jetzt mal ansetzen hier, schon mal ein bisschen einschrauben. Wieso nimmst du nicht die vorne Aufhängevorrichtung? Ich finde halt mit einem Seil ist es halt angenehmer. Das ist so. Ich wollte mich da mal ausprobieren. Hoppala. Tandor, hau rein. Ich meine, da kannst du ja ein Seil durchführen, wenn du die an den Rändern neu befestigst. Versuch's gerade zu verstehen, was du meinst. Was mir... Aufhänghilfen. Ja, ja, habe ich hier. Ja, genau. Einmal hoch, einmal quer. Genau. Und das ist ein Hochformatbild, was wir haben. Sind die vernagelt? Nee, die sind da reingestanzt oder so. Vermutlich sind die reingestanzt. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich kann jetzt pauschal nicht sehen, wie die hier fixiert sind. Wahrscheinlich sind die dann reingestanzt. Wenn die verschraubt wären, ja, ja, klar. Dann könnte man die bup, bup und dann... Ja. Das verstehe ich wohl. Am besten unter die Unterlegscheibe, ne? Da haben wir am meisten Grip, wa? So. Perfekt. Ich habe meine Bilder auch an Seilen, viel einfacher auszurichten. Das ist ein Träumchen mit den Seilen, ne? Das ist halt auch viel einfacher aufzuhängen. Und dann, ne? Das ist scheißegal, was du da an der Wand machst. Und dann ab dafür. Ja. Leicht nach links und rechts schieben, fertig ist. Wie viel Seil brauchen wir denn? Nicht viel, ne? Also, wie viel Spiel beim Seil? Was würdest du sagen? Wenn du da schon Erfahrung mit hast. Ist das so okay? Oder ist das zu wenig? Lieber ein bisschen mehr. Ist eigentlich okay, oder? Ja. Ich würde auch sagen, das ist okay. So, da kommt jetzt natürlich noch ein bisschen bei. Bisschen mehr, weil wir ja mitdrehen. Das ist so eine Sache. Ja.
Okay, wir haben uns das mehr genommen. Ja, und dann ist es ja egal. Das spannt ja dann eh nach oben, ne? Ja. Das spannt ja eh nach oben. So. Hauptsache, es guckt oben nicht raus. Das ist ein bisschen zu viel. Aufpassen, dass es jetzt nicht reißt vor lauter Bearbeiten hier. So, das ist schön. So sind wir da. Ja. Cool. Man sieht aber auf der einen Seite die Scheibe von vorne. Da muss man aber auch von der Seite dann gucken, ne? Ach, Scheiße, fällt schon auf. Wir können die Scheibe ein bisschen abpitchen. Ja, sieht ganz gut aus, ja. Es ist okay. Sicherlich nicht optimal. Andere Rahmen geben da mehr Möglichkeiten, was Schöneres zu machen. Blechschere vielleicht? Blechschere ist, glaube ich, gut. Ah, komm her, dafür haben wir dich doch. Ja, Abstand zur Wand ist natürlich vorhanden. Da bräuchte man natürlich am besten am Unterstück dann noch irgendwie Puffer oder so. Da kann man ja Möbelgleiter oder sowas nehmen. Alter Schwede, ey. Mit der Blechschere komme ich nicht weiter. Ich gedacht, so dick die Unterlegscheibe. Ah, jetzt ist es aber anstrengend um die Uhrzeit. So. Albert! Schützt die Nudeln vor Wildern. Wupp, wupp. Dankeschön für den Raid. Noch eine Schraube unten Mitte. Kannst Abstand mit einstellen. Ach so, ja. Das stimmt. Das würde auch gehen, ja. Die Unterlegscheibe ist so fett. Keine Chance, ey. Grüß dich, Albert.
Hast du frisch bei dir? Ah, ist okay. Gleiche Porté von dir, wenn du das hier bist. Und das dann am Seil hängend. Ich glaube aber, das geht voll klar. Fall ein bisschen ab, ja. Das können wir morgen noch machen. Aber wenn du es nicht weißt, dann siehst du es auch nicht. Guckst ja vor das Bild. Aber es ist natürlich der innere Monk. Das steht außer Frage. Wir haben heute... Ich wollte zeigen, wie ich bei meinem Drucker eine Patrone neu auffülle. Wollte vorher diese Patrone aber leer machen. Daraufhin haben wir dieses Foto überall gesucht, auf all meinen Festplatten. Haben es am Ende tatsächlich gefunden. Dann haben wir es ausgedruckt. Dann war die Patrone tatsächlich im Anschluss leer. Dann haben wir Rahmen ausgepackt, Passepartout ausgepackt. Dann haben wir es eingerahmt. Und jetzt haben wir gerade noch eine Aufhängung dran gemacht. So sieht es aus. Aber geht ganz gut, die Aufhängung. Man bräuchte kleinere Unterlegscheiben. Oder man macht es wirklich mit einer Schraube einfach nur. Mit einer Schraube einfach nur, die nicht zu lang ist. Und dann einfach rein und gut ist. Und dann kann man das entspannt schön an einem Seil aufhängen. Viel einfacher. Wo ist die Zeit hin? Carsten, das frage ich mich auch. 65, Weltklasse. Dankeschön. So, schönes Bild geworden. Kaufen Sie jetzt 79 Euro. Ist noch zu billig. Ein Hoodie. Ist auch noch zu billig. Tada! Das ist er. So, Wissenschaft und Technik. Wie drucke ich ein Bild und hänge es auf? Genau, wie fülle ich eine Patrone nach? Wie packe ich einen Lakritz-Kalender aus? Ich sehe, du hast Rahmen vorbereitet für mehr Fotoausdruck. Ja, ich habe natürlich im Dutzend gekauft. Ja, man könnte es natürlich auch unter just chatting betreiben, whatever, keine Ahnung. Aber
Doch, funktioniert. Das ist ja das Machbarkeitsstudie. Ich bin happy. Ich find's gut. Ich find's sehr, sehr gut. Sehr cool. Es sind tatsächlich alle Daten drüben. Ja, und Überzeugungsarbeit leisten, dass meiner Frau das besser gefällt als Leinwände. Leinwände lassen halt Brillanz vermissen und sind halt echt bei weitem nicht so elegant. Hast halt diesen Knubbel, diesen Quader an der Wand da hängen. Ich meine, gut, klar, hier nur Acrylglas. Hast du Lötdraht für die Aufhängung benutzt? Das ist tatsächlich so patentierter. Savita 32,5 PS 10 Meter 4 Pur Suspendo de Photos Kabel Inox A New Made in China. I don't know. Ist extra. Der Draht ist extra dafür gedacht. Irgendwie so siebenadrig. Kannst du halt auch aufzwirbeln und dann. Ich denke, das hält dann schon ganz gut, weil hat halt relativ wenig Gewicht. Also die Rahmen sind 40x60 cm. Passendes Passepartout. Auf DIN A3 Plus gedruckt das Foto. Und am Ende bleibt dann von dem Foto sichtbaren Bereich 45x30 cm übrig. Richtig gesagt? Ja. Ich find's toll. Ich find's toll. Macht echt Spaß. Super gut. Hier, Kisi, eine erholsame Nacht. Danke fürs Einschalten. Ich denke, wir machen jetzt hier auch einen Sack zu. Und dann kann ich noch dieses merkwürdige Präsent einpacken. Oder ich mache das morgen in Ruhe. Schließe ich mich ein. Ach ja. Ja, wild. Wilde Nacht. Viel vorgenommen, wenig. Semi was geschafft, aber ich habe Fotos wiedergefunden und das ist mehr wert als alles andere. Also, dass die Fotos nicht mehr da gewesen sein sollen, hat mich dann doch zwischenzeitlich ein wenig aus der Fassung gebracht. Aber wir haben sie gefunden. Und das ist es. Und mein erstes Mal mit Passepartout. Cool. Super cool. Macht echt Bock. Also auch das ist richtig geil. Und die wichtigsten sind Fotos denn da. Ja. Und auch aus dem JPEG konnten wir ganz gut was rausholen. Schönes Hühnchen. Meine Windows-Phones wiedergefunden. Ja, aber die sind ja alle halb kaputt. Die Mikrofone funktionieren nicht. Obwohl ich neue Ladebuchsen gekauft habe und ausgetauscht habe. Die Mikrofone sind immer kaputt an den Dingern. Das ist ja eine Einheit, die Ladebuchse und das Mikrofon. Ich will nicht wissen, wie viele man da bestellen müsste, um mal eine gute Einheit, eine gute, ja, das haben wir Bilder gesucht. Ja. Aber das irgendwie Google Drive und OneDrive und da hat ein Jahr gefehlt. Das stimmt, ja. Ein bisschen was war irgendwie in Google Drive, aber ein bisschen was ist auch weg. Nee, die habe ich leider nicht gefunden. Boah, ein bisschen was ist auch irgendwie bei meiner Frau gelandet. Also ganz faszinierend. Aber der Rahmen hat gehalten. Ich habe ihn nicht zerstört. Ne? Das ist ja auch das Wichtige. Er hat keine Pickel bekommen oder so ein Mist. Vorbohren hat sich gelohnt. Ist ganz nett. Wir haben viel Grau in der Wohnung und so. Und da fand ich Silber hat sich ganz gut angeboten. Lieferung war jetzt auch relativ flott. Also, aber ist halt auch nichts Wildes, ne? Wie gesagt, mit passendem Passepartout kriegt man es eigentlich genauso günstig als Einzelstück. Ohne dass man gleich 9 Rahmen bestellt, 3 Dreierpacks und 10-mal Passepartout, aber naja. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Jetzt muss ich aber auch ins Bett, weil ist ja Weihnachten, ne? Also ein bisschen lebendig dafür sein wäre auch noch ganz gut. Hast du Lötdraht benutzt? Danke für den Clip, Mann. Genau, frohe Weihnachten wünsche ich euch. Ich danke euch tausendfach für euer Support, für euer Dabeisein, für euer Verweilen. Die Bastelnacht wird sich sicherlich in den kommenden Monaten verändern. Wird alles so ein bisschen anders.
Es gibt immer wieder was Neues. Aber das seid ihr ja, glaube ich, von mir gewohnt. Dass ich das mache, worauf ich Bock habe. Und ja. In meiner Traumvorstellung hätte ich heute noch Klemmbausteine zusammengesteckt. Hätte ein Retro-PC in das Chief Deck-Gehäuse gebaut. Ja. Eine Handvoll der Traumvorstellungen habe ich halt geschafft. Fotos wiedergefunden. 600 GB. OMG. Fotoknips. Frohe Weihnachten euch allen. Und vielleicht sehen wir uns dieses Jahr ja noch. Jetzt bin ich mein Schnupfen ja fast quitt geworden. Vielleicht spielen wir noch mal ein Ründchen Tomb Raider. Mein Rennsitz-PC lief gerade übrigens wieder, weil der geht ja an, sobald der Strom bekommt. Und ich hatte den Strom letztes Mal nicht gezogen, weil ich noch schnell das Video hochgeladen habe. Fällt doch nochmal. Ja, wir gucken mal, ne? Habt eine schöne Zeit. Genießt es. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und ich wünsche euch einfach eine angenehme Zeit mit eurer Verwandtschaft. Auf Wiedersehen.